So, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Das hier ist jetzt der fertiggestellte Speerbogen. Und wie ihr seht, sieht deutlich schöner aus als vorher. Ich habe jetzt hier die Stahlstange poliert. Hier, die ist jetzt nicht mehr mit Farbe besudelt, ist jetzt blank. Ich habe den Griff aus Fahrradschlauch gemacht, so wie ich es gerne mache. Und wir haben jetzt drei verschiedene Gummibänder hier. Wir haben schwarzes, ein blaues und ein rotes, weil Farben cool sind. Und das hier habe ich nochmal alles lackiert, wie ihr seht, jetzt schwarz. Dann sieht man die hässlichen Schweißnähte nicht mehr. Und ich habe hier noch so was dran befestigt, dass man das Beste, den Fall besser ziehen kann, ohne sich unbedingt zu sehr die Finger einzuklemmen. Ist vorher öfters passiert. Gut, ich würde sagen, wir schießen mal damit. Der Pfeil hat auch ein bisschen abgespeckt schon. Wir haben ihn jetzt schon so oft geschossen, dass diese andere Zacke hier auch noch abgegangen ist. Kann passieren, ne? Kann passieren. Da jetzt Licht auf der Zielscheibe ist, können wir jetzt auch loslegen. Pfeil ist eingenoppt. Und los geht das. Es hat so tief da drin gesteckt. Also bis zum Anschlag. Angenehm. Angenehm. Zielen ist ein bisschen schwerer. Aber ich muss sagen, hat auf jeden Fall mehr Leistung als der alte. Ich suche mal einen größeren Pfeil. Nehmen wir mal diesen Pfeil, der so groß ist. Warum so einen großen Pfeil? Weil ich es kann. So ein Durchschnitt von den anderen beiden, der ist nicht zu dick, nicht zu dünn, nicht zu schwer, nicht zu leicht, aber zu stumpf. Aber zu stumpf. Ein Stein. Gut, machen wir das dann noch mal. Aber der Bogen kann nicht nur das. Er kann auch super als Trainingsgerät benutzt werden. Man nimmt den Bogen, lege ihn auf den Boden, stelle sich drüber und gerader Rücken und. Eure Brustmuskeln werden sprießen wie Tulpen im Frühling. Guckt ihr überhaupt meine Videos? Na gut, so viel zu dem Thema. Ich will jetzt nicht so viel damit schießen. Ich muss mir bessere Pfeile bauen, die besser stecken bleiben. Und ich muss mir eine Spannvorrichtung bauen. Im Sinne von, es tut mega weh, den Bogen mit den Fingern zu spannen. Es ist einfach Kacke. Aber ich glaube, wenn man hier irgendwie so einen Haken hätte, den ich so reinhaken kann, dann einfach so. So wegdrehen kann, um loszulassen. Wäre eine gute Sache. Eine Sache habe ich noch vor, damit zu schießen. Warte. Stück weit rein. Also. So tief ging der schon mal da rein, du. Ich glaube, es wäre wirklich praktischer, hier mit normalen Pfeilen zu schießen. Aber nein! Normale Pfeile sind langweilig. Mann, und ich habe mir gerade einen neuen Bogen bestellt. Ach, für all die es noch nicht wissen, ich habe einen neuen Bogen bestellt. Ich zeig mal kurz ein richtig schlechtes Qualitätsbild, ein Bild in richtig schlechter Qualität, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie der Bogen aussieht. Diesen Bogen habe ich mir bestellt. Der kommt aber erst Februar an, irgendwann, Mitte Februar. Mal gucken, wer stärker ist. Ob der Bogen hier stärker ist oder der, den ich mir bestellt habe. Der hat 50 IBS, den ich mir bestellt habe. Ich glaube, der hier hat ein bisschen mehr. Und man kann ihn sogar normal benutzen, als normaler Bogen. Das wusste, habe ich gar nicht gedacht. Hier, guck, man kann Pfeile einnoppen, ganz normal, und kann dann einfach hier dran ziehen und dann hast du einen Bogen, der gar nicht mehr so unpräzise ist. Da hast du gegen gezielt. Ich muss halt sagen, der einzige Nachteil an einem Bogen ist, der ist mega schwer. Ich glaube, der Bogen alleine wiegt schon irgendwie
5 Kilo oder 6 Kilo oder so. Ist halt nicht so praktisch, ne? Meine Finger tun weh, mein Arm tun weh. Ich spanne ihn einfach nur mal, just for the rules nochmal. Ihr seht, wie weit man den spannen kann. Beziehungsweise muss. Ja. Das ist Rückenmuskulaturtraining. Und wenn du brauchst Brustmuskeln, du legst auf Boden Fuß drauf und machst du. Very good. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Mein Gott, bin ich schlimm.